Moin ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und im heutigen Video habe ich mal wieder einen brandneuen Solo Unlimited Money Glitch für euch, der auf allen Konsolen funktioniert. PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 und auch auf dem PC. Und das erste, was ihr jetzt für diesen mega einfachen Glitch braucht, ist ein Jobkreis vor eurer Garage. Wenn ihr den Eclipse Tower habt, hau ich einfach euch meinen Jobkreis unten in die Videobeschreibung, dann könnt ihr euch den im Social Club runterladen und den benutzen. Habt ihr ein anderes Apartment, müsst ihr euch kurz im Editor selber einen erstellen. Danach geht ihr hin und klaut euch irgendein x-beliebiges Straßenfahrzeug. Ich empfehle euch aber einen Buffalo, weil der bringt beim Verkaufen hinterher das meiste Geld ein. So, danach fahrt ihr ins Los Santos Custom und tunt das Straßenfahrzeug richtig auf, so viel wie ihr darauf drauf tunen könnt. Das Einzige, was ihr nicht machen dürft, ist einen Peilsender drauf machen und eine Vollkaskoversicherung. Das dürft ihr auf keinen Fall machen. Habt ihr das dann gemacht, dann begebt euch wieder zu eurem Apartment, so davor, wie ich das hier in etwa habe, und nehmt irgendeinen NPC-Job an. Das ist egal, von Lester, Simon oder sonst wem. Und wenn ihr dort im Missionsmenü drin seid, geht ihr direkt wieder raus mit Kreis und bestätigt auch noch mit X dann die Meldung, dass ihr das verlasst. Dann werdet ihr merken, dass ihr vor dem Auto gespawnt seid und nicht mehr im Auto sitzt. Wenn ihr das Auto jetzt in die Garage reinfahren wolltet, würde das nicht gehen, weil da steht, das ist nicht ihr Fahrzeug, sie können das Fahrzeug nicht in die Garage fahren. Dafür fahren wir das Auto nämlich jetzt hier in diesen Missionskreis, und wenn das Auto hier im Missionskreis drinne steht, gehen wir einfach hin und steigen einmal aus. Und wenn wir jetzt ausgestiegen sind, drücken wir ganz einfach einmal das D-Pad nach rechts, um den Job zu starten. Und wenn wir jetzt in diesem Missionsmenü drinne sind, drücken wir einfach wieder Kreis und bestätigen die Fehlermeldung mit X, um das Ganze zu verlassen. Dann spawnen wir wieder hier vor unserer Garage, und wenn ihr jetzt ganz langsam eure Kamera nach hinten dreht, werdet ihr schon sehen, dass das Auto heute hinter euch gespawnt ist. Und jetzt könnt ihr das Auto ganz einfach in die Garage reinfahren. Und hier ist es auch ganz egal, wie viele Garagen ihr dort in diesem Apartment habt und ob die Garage voll ist oder nicht. In meinem Fall ist die Garage leider voll, weil ich da noch ein paar andere Autos drin hatte von anderen Money Glitches zuvor. Und ihr geht jetzt einfach hin und fahrt die Karre da rein. Ich setze jetzt hier noch ein anderes Auto aus, weil ich halt noch Sachen da drin hatte von meinem letzten Money Glitch. Und dann ist das Auto in der Garage. Ihr seht das hier auch schon im Hintergrund, dass das Auto jetzt in der Garage steht. Jetzt geht ihr einfach hin und verlasst wieder die Garage. Und wenn ihr jetzt draußen angekommen seid, Leute, ist es ganz wichtig, dass ihr direkt in den Jobkreis geht, den wir gerade schon einmal benutzt haben. Und dort im Jobkreis drinnen drückt ihr das D-Pad einmal nach rechts, dass der Job gestartet wird. Und jetzt ist es wirklich ganz wichtig, Leute, dass ihr diesen Job wirklich sofort startet und nicht wieder rausgeht. Und das ist auch ganz egal, ob ihr diesen Job alleine spielt oder ob ihr da einen Freund einladet. Wirklich einfach Hauptsache, ihr startet das Ganze ganz schnell. Dann geht ihr noch hin, wählt irgendein Auto aus. Auch hier ist es egal, welches Auto ihr benutzt. Ihr könnt NPC-Autos nehmen oder eure eigenen Fahrzeuge. Das ist wirklich komplett egal. Danach startet dann das Rennen, und nachdem der Countdown abgelaufen ist, das 3, 2, 1, dann beginnt das Rennen ja, Leute. Dann zieht ihr ganz einfach euer Handy und quittet den Job. Ihr geht dann einfach hier in diese Jobliste rein, drückt dann dort drinnen einmal Viereck und bestätigt das Ganze dann noch mit X, und ihr verlasst dann direkt das Rennen. Dann werdet ihr kurz in den Himmel geschossen, und wenn ihr dann wieder runter in die Sitzung kommt, werdet ihr merken, dass ihr wieder in dem Straßenauto drinnen sitzt, welches wir uns vorhin komplett aufgetunt haben. Jetzt beginnt der ganze Glitch wieder von vorne, weil wir haben das Auto ja jetzt dupliziert. Es steht ja schon in unserer Garage drin. Wir nehmen wieder einen NPC-Job an, in diesem Fall hier einen von Simon, und verlassen direkt wieder das Jobmenü. So, jetzt steigen wir hier wieder direkt in das Auto rein, und wenn wir jetzt in die Garage reinfahren würden, dann kommt da, das geht nicht, ist nicht unser Fahrzeug. Ihr habt das hier auch gerade im Hintergrund gesehen, da oben links kam diese Meldung. So, jetzt fahren wir hier in den Jobkreis rein, steigen aus und drücken das D-Pad einmal nach rechts. Das Auto verschwindet, der Jobkreis verschwindet und wir werden ins Jobmenü reingeladen. Dort drücken wir jetzt einfach nur noch Kreis, bestätigen die Meldung mit X und wir spawnen wieder vor unserer Garage. Jetzt drehen wir wieder ganz langsam die Kamera um und gucken, wo das Auto sich jetzt befindet, und dann gehen wir direkt zu unserem Auto, was nämlich jetzt hinter uns gespawnt ist. Und jetzt steigen wir einfach nur noch in das Auto rein und fahren das Auto wieder in unsere Garage hinein. Ich bekomme jetzt hier wieder die Fehlermeldung, dass die Garage voll ist und dass ich jetzt ein Auto austauschen muss, was ich jetzt hier im Hintergrund auch machen werde. Aber wenn ihr halt, wie gesagt, diese Fehlermeldung nicht habt, sondern noch einen freien Garagenstellplatz habt, dann ist das auch nicht schlimm, dann fahrt ihr das Auto einfach rein.
habt ihr das dann gemacht, einfach wieder aus der Garage raus und ihr wisst ja dann direkt in den Jobkreis, der sich vor eurer Garage befindet, und im Jobkreis das D-Pad einmal nach rechts drücken, dass ihr in das Missionsmenü reingeladen werdet. Und im Missionsmenü drinne angekommen, geht ihr einfach hin und startet den ganzen Job und wählt dann halt noch das Auto aus und so weiter. Ihr müsst wirklich niemanden einladen, ihr könnt das alles ganz alleine ratzefatz schnell machen, Auto auswählen und Job dann einfach starten. Und dann wartet ihr wieder den kleinen Timer da ab, 3, 2, 1 und dann geht's los. Danach zieht ihr ganz einfach noch schnell euer Handy, drückt dann in der Jobliste Viereck und bestätigt das Ganze noch mit X, um den Job zu verlassen. Und schon spawnt ihr dann gleich wieder in der Lobby von gerade mit dem Straßenauto, welches wir voll aufgetunt haben. Und dann könnt ihr den ganzen Glitch auch wieder von vorne machen oder ihr fahrt das Auto einfach in die Garage rein und schließt damit diesen Glitch dann ab. Ein so ein Auto bringt um die $150.000. Leider ist der Glitch nicht gebypassed, aber trotzdem alle 45 Minuten $150.000 ist doch ganz ordentlich. So Leute, ich bin auf jeden Fall jetzt an dieser Stelle einfach mal raus. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich jetzt freuen, wenn ihr den Like-Button jetzt mal so richtig verprügeln würdet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut rein und ciao.